Here is useful vocabulary to talk about your hobbies. This is in Luxembourgish Meng Hobbyen. Meng Hobbyen. Sport machen. Sport machen. Ich mache dreimal die Woche Sport. Ich mache dreimal die Woche Sport. Spazieren gehen. Now listen and repeat after me so to practice your pronunciation. Spazieren gehen. Ich gehe gerne mit meiner Familie an den Busch spazieren. Ich gehe gerne mit meiner Familie an den Busch spazieren. Bücher lesen. Ich lese immer ein Buch vorm Schlafen. Ich lese immer ein Buch vorm Schlafen. Kochen oder backen. Wenn ich Zeit habe, kochen oder backen ich gerne mit meinen Kindern. Wenn ich Zeit habe, kochen oder backen ich gerne mit meinen Kindern. Musik lauschen. So pronounce it Musik. Musik lauschen. Ich lauschte gerne Musik, an dem sie kochen. Ich lauschte gerne Musik, an dem sie kochen. Velo fahren. Ich fahre gar nicht gerne Velo. Ich fahre gar nicht gerne Velo. An hier Ding Übung, and here is your exercise. Try to translate the following sentence into Luxembourgish. I don't like to go swimming, but I like to read books. Write your answer in the comments below this video. And here is my learning tip. Learn new words with words they are often used with. For example, concert. A concert is a concert. Op a concert gehen. So always use the preposition op with concert. Ich gehe op a concert. Merci für das Nachlauschen und für das